So, heute will ich sprechen über meine vegane Ernährung, die ich seit Anfang des Jahres habe. Und zwar habe ich schon länger darüber nachgedacht gehabt, so Ende letzten Jahres, ob ich das halt mal ausprobiere. Und am 2. Januar, also am 1. Januar, habe ich darüber nachgedacht und dachte, hey, komm, eigentlich, the time is now, warum mache ich es jetzt nicht sofort? Habe ich mir die App runtergeladen, Peter Vegan Start, die übrigens echt ein cooler Begleiter ist, so über 30 Tage Einstieg in die vegane Ernährung. Und da kriegt man halt jeden Tag so, ja, das ist eigentlich wie so eine Art Adventskalender, wo sich jeden Tag dann so ein Türchen öffnet mit teils Rezepten oder ja, anderen Informationen über vegane Ernährung, Tierrechte und so verschiedene Sachen halt. Und das fand ich ganz hilfreich. Und dann habe ich mir noch die App runtergeladen, den Peter 2 Einkaufsguide. Da kann man halt gucken, was es in welchem Laden gibt, was halt vegan ist. Ja, und kann da halt ein bisschen sich orientieren. Das war ganz hilfreich so am Anfang. Muss aber dazu sagen, dass ich auch schon seit ja, anderthalb oder 2 Jahren mich vegetarisch ernährt habe und auch auf Milch verzichtet habe, also auf pure Milch, aber Joghurt habe ich noch gegessen teils und Käse halt sowas und was halt so versteckt irgendwo drin war. Ja, dann habe ich das also gemacht, habe das auch von Anfang an, also es war jetzt eigentlich gar nicht mein Anspruch, dass ich jeden Tag strikt das unbedingt durchhalten muss, aber ich habe das so geschafft. Also es hat funktioniert und es ist mir erstaunlicherweise auch überhaupt gar nicht so schwer gefallen, wie ich anfangs dachte. Man denkt irgendwie immer so vegan, so ein übelstes Mysterium, aber es ist eigentlich gar nicht so kompliziert und ja, für mich war so die Frage, boah, unterwegs, ist es unterwegs eigentlich total kompliziert und umständlich, da überhaupt was zu essen zu finden. Und teils habe ich Sachen vorbereitet, dass ich einfach Essen mitgenommen habe. Und teils habe ich dann einfach halt nur, ja, nur ein Brot gegessen oder irgendwie so. Ja, dann will ich mal noch reden, was ich so erzählen, was ich so an meinem Reden. Ja, ich will mal reden, was sich so an meinem Körper getan hat oder was ich so für Beobachtungen gemacht habe, seitdem ich halt die Ernährung umgestellt habe. Und das allererste, was ich bemerkt habe, war so nach, ja, so nach 2, 3 Tagen kam so ein Gefühl von Entgiftung auf. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe schon ein paar Mal so, ja, Entgiftungskuren gemacht, wo man halt eine Zeit lang irgendwie ganz wenig Kohlenhydrate gegessen hat oder so. Und so ein Gefühl war das so ganz schwer zu beschreiben. Und das hielt auch an für 5, 6 Tage so. Ja, knapp eine Woche. Und dann dachte ich so, boah, krass, wo kommt denn das her? Und dann habe ich mich immer gewundert, ob ich vielleicht zu wenig gegessen habe oder so, weil es ist ja irgendwie auch erstmal eine neue Art und Weise, sich zu ernähren. Und da muss man das erstmal alles kennenlernen und sich selbst damit auch neu kennenlernen. Ja, aber es ist dann verschwunden und ja, als nächstes hat sich die Veränderung in meiner Verdauung gezeigt. Also ich habe vorher oft Bauchprobleme gehabt, so Neigung zu Bauchschmerzen und auch manchmal zu Durchfall, halt einfach so ein, ich bin halt so ein Aufregungsreizdarm-Mensch. Wenn ich halt irgendwo aufgeregt bin, dann habe ich Bauchschmerzen. Und ich glaube, das kennen auch ganz viele andere Menschen. Das ist seitdem besser geworden, es ist aber nicht weg, also es kommt auf die Situation an. Und das ist so, dass ich nicht mehr diese Neigung zum Durchfall habe, sondern ich habe, darüber habe ich auch schon mal in meiner Instagram-Story geredet, über die Qualität der Kackwurst. Ich habe festgestellt, dass ich da halt echt eine richtige Konsistenz habe. Ja, also es vielleicht jetzt ein bisschen ins Detail, aber ich finde, es gehört total dazu, weil die Beschaffenheit der Kackwurst sagt viel darüber aus, wie und was von unserem Körper eben verwertet wird und ob es gut verwertet wird. Und wenn es halt einfach nur so ein Durchmarsch ist, dann kann es ja irgendwie auch nicht gesund sein und dann verliert man eben mit Sicherheit auch ganz viele Nährstoffe. Ja, und das hat sich dann umgestellt, so dass ich auch eben gar nicht mehr so diese Bauchschmerzprobleme hatte und am Anfang schon so ganz ungewohntes Gefühl hatte, weil ich das ja überhaupt nicht gewöhnt war, dass ich so
eine Verdauung habe. Also vorher war das immer alles so, ja. Und damit hat sich eigentlich auch das Wohlbefinden gebessert, beziehungsweise habe ich mich halt einfach viel leistungsfähiger und fitter auch gefühlt. Also ich fühle mich so richtig powerful die meiste Zeit. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass einfach mein Körper besser verwertet und vielleicht auch besser Nährstoffe aufnimmt. Und natürlich ist so das Hauptnahrungsding jetzt Kräuter, Obst, Gemüse, gute Getreideprodukte, Vollkornprodukte. Und ja, ich denke, davon profitiert natürlich der Körper auch. Ja, ich habe jetzt hier mal schon ein bisschen abgestrichen auf meinem Zettel, damit ich nichts doppelt erzähle. Mit dieser Verdauungsgeschichte ist auch mein Gewicht ein bisschen angestiegen. Ich würde sagen, so 2, 3 Kilo ungefähr habe ich drauf gekriegt. Was aber für mich persönlich überhaupt nicht schlimm ist. Ich fühle mich, wie gesagt, einfach wohl. Und ich denke, es hängt halt damit zusammen, dass man natürlich nicht jeden Tag immer mehr irgendwie Durchfall hat, sondern einfach ganz normale, tolle Kackwürste. So. Genau, jetzt habe ich noch 2 Sachen, die hier draufstehen. Das erste ist die Haut. Die Haut hat sich total verbessert, ganz, ganz doll. Ich hatte hier unten immer so, wie hat die Kosmetikerin gesagt? Die hat gesagt, Unterlagerungen, also so Dinger, die echt so von unten rauskamen, so Pickel. Die hatte ich dann hier überall und teils auch so am Haaransatz und auch auf dem Rücken und auch auf dem Dekolleté. Da wurde dann immer gesagt, das ist hormonell bedingt und wahrscheinlich ist es auch mit hormonell bedingt, gar keine Frage. Aber man sagt ja zum Beispiel auch Kuhmilch, da sind so hormonell aktive Sachen drin, beziehungsweise Hormone einfach enthalten, die sich dann auf den Körper auswirken. Ja, und meine Haut, diese ganzen entzündlichen Prozesse, das tat auch sehr weh, diese Pickel hier. Und meine Haut ist echt richtig so wie abgeheilt. Das ist echt krass. Ich habe jetzt noch ein paar hier hinten am Nacken. Kommen noch ein paar raus, aber ich meine, die Haut ist halt einfach auch das größte Organ und das größte ist eben auch ein Entgiftungsorgan und ich denke, das wird auch noch einige Zeit dauern. Ich meine, das sind jetzt gerade mal 2 Monate, ein bisschen über 2 Monate und ich glaube, das dauert einfach, dass da noch was mehr, es muss halt noch mehr rauskommen. Und das Letzte, worüber ich sprechen will, ist: Ich schneide übrigens meine Videos nicht, es ist mir zu anstrengend, deswegen lasse ich die ganzen Versprecher drin. Ist die Menstruation. Das finde ich sehr, sehr, sehr erstaunlich. Das hat sich total verändert. Ich habe schon immer eigentlich eine ganz schwache Periodenblutung einfach gehabt. Sehr schwach und auch nicht sehr lang, also vielleicht so 4, 5 Tage höchstens. Und eher so, ja, dickflüssig und eher nicht so ein frisches Blut. Und alle, die, ach so, das habe ich vorher gar nicht gesagt, alle, die mit Blut und so das jetzt ekelhaft finden, ich rede jetzt halt über Menstruationsblut, aber ja, ich finde es einfach auch total wichtig, weil es halt dazu gehört. Und dann habe ich ja seit 2. Januar mich vegan ernährt und habe so Mitte Januar meine Tage gekriegt, glaube ich, genau, so Mitte Januar irgendwann. Und es war echt auffällig. Ich brauche seitdem ich überhaupt meine Periode habe, immer so die ersten 2 Tage Schmerzmittel, weil ich halt einfach echt Bauchschmerzen habe, richtig dolle Krämpfe, so dass ich dann überhaupt meinen Alltag gar nicht bewältigen kann. Und das brauchte ich da nicht. Ich hatte zwar gemerkt, da ist was, aber es war auf jeden Fall nicht so krampfartig und so, dass ich es gut aushalten konnte ohne Schmerzmittel. Und die Blutung ist länger gewesen, 6, 7 Tage, also ja, und viel flüssiger und frisches Blut. Und für mich ist das so ein Zeichen. Ich meine, man sagt ja auch, dass der Körper einer Frau über die Periode entgiftet. Und ja, für mich ist das so ein Zeichen, dass da irgendwas halt gerade dann ins Rollen kam. Und ja, so im Februar hatte ich dann die zweite vegane Periode. Und da war es genauso, weil ich dachte dann schon, ja, vielleicht war das irgendwie so eine Ausnahme oder so. Aber da war es ganz genauso, brauchte ich kein Schmerzmittel und ja, sehr erstaunlich. Nach diesen 30 Tagen, die ich dann gemacht hatte mit diesem veganen Start, mit dieser veganen Start-App, habe ich mich dazu entschlossen,
mich vegan weiter zu ernähren, entnähren, zu ernähren. Ich brauche einen Kaffee, weil es einfach meinem Körper so, so gut tut. Und ja, ich habe mich jetzt nicht dazu verdammt, mich unbedingt immer, 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 immer strikt an alles zu halten. Aber ich denke, es geht einfach um das Umdenken und es geht einfach um das Bewusstsein und es geht einfach darum, dass man auch wahrnimmt, was tut meinem Körper gut und was tut meinem Körper nicht gut. Ich war einmal bei einer Geburtstagsfeier eingeladen, da war das gar nicht abgesehen, dass das so lang geht. Und ich hatte dann schon viele Stunden nichts gegessen, hatte halt Kohldampf wie Sau und es gab dann Käseplatte und so verschiedene Dinge. Und dann dachte ich, hey komm, okay, esse ich einfach ein bisschen Käse. Ja, also ich habe das danach direkt gemerkt, so am Bauch, halt ein bisschen Bauchschmerzen und so ein Völlegefühl und so einfach so ein Unwohlsein. Ja, und dann habe ich es danach auch wieder gelassen. Ja, das sind so bisher meine Erfahrungen mit der veganen Ernährung und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, Wiedersehen.